gedacht auf die kleinere Version der Kamera. Ne? Es gibt nochmal die Pro HD davon. Die hat auch einen richtigen achtfachen optischen Zoom. Das ist nur ein digitaler Zoom. Ah, die hat gar keinen Zoom sozusagen, digital, ja? Digital nur, genau, richtig. Okay. Ja? Aber die ist auch relativ günstig, wenn ich mich erinnere. Euro, ne? Ja, 90, 100 Euro so in dem Dreh, genau. Ja. Das ist halt eher ein Spielzeug. Die Pro HD, die kostet so zwischen 170 und 200 Euro, auch nicht sehr viel teurer. Die hat, eine richtige Optik drin mit achtfach Zoom und allem. Ja, film mal irgendwas von Dichten. Da gibt es ja extra nochmal so einen Makro-Modus hier vorne. Kann man den während des Films? Ja, bestimmt. Das ist nur ein Linsending manchmal. So, jetzt ist Makro. Die braucht halt auch ein bisschen Licht, die Kamera. Das ist das Problem. Ja. Ist sie denn, weil Sie gerade so sagen, Spielzeug, ist sie eher so für Kids, die genau, bei YouTube ihre Videos oder hier planen, mal zum Snowboarden und so oder am Moped vorne dran und so eine Dinge. Ja. Genau, YouTube, Videogeschichten halt. Es ist schon HD und die hat sogar einen HDMI-Ausgang dran, also man kann die direkt an einem HD-Fernseher anschließen. Reicht. Aber ganz rechts hier. Wieder rechts.